Freunde, es ist endlich wieder soweit und damit herzlich willkommen zurück. Denn heute ist Mittwoch und ich werde ab jetzt wieder wöchentlich die Footdrop-Weltrekorde aufstellen. Dieses Format war eines meiner beliebtesten Formate auf meinem Kanal. Wir haben Videos, die 2 Millionen Klicks haben. Wir haben mehrere Videos davon, die 1 Million plus Klicks erreicht haben. Und ich und ihr da draußen habt dieses Format vermisst. Footdrop Weltrekorde! Und zum Start gibt es direkt eine XL-Folge und wir werden versuchen, den Footdrop Weltrekord aufzustellen. Wir können Totti-Karten bekommen, wir können Future Stars-Karten bekommen, natürlich auch Totti-Icons, Future Star-Icons. Und davon brauchen wir viele. Und wenn ihr das Format vermisst habt, Freunde, dann lasst gerne mal ein Like da. Ich will hier heute 5000 Likes sehen. Supportet das Ganze. Lasst ein kostenloses Abo da. Ey, ich habe übertrieben Bock. Und wir gehen direkt rein ins erste Draft. Wir brauchen eine gute Formation und wir kriegen eine sehr, sehr gute Formation. Die 4-3-3, falsche 9. Da kann man sehr viele Team of the Year Spieler bekommen. MS, Lionel Messi Team of the Year, Flügelspieler Team of the Years und natürlich auch ein 95er Zidane als Kapitän. Es fängt super an, Freunde. Auf welche Position geht er? Aufs rechte ZM. Das ist nämlich geil. In FIFA 23 habe ich ja gar keine Draft-Rekorde mehr aufgestellt, weil die Drafts einfach keinen Bock mehr gemacht haben. Aber ich habe mich gefragt, warum mache ich keine Drafts? Die sind doch wieder geil. Man kann wieder geile Drafts bauen. Die Chemie funktioniert wieder und. Und genau deswegen werden wir das Comeback feiern, Freunde. Boah, ich habe so Bock drauf. Und ihr seht schon, man kann unfassbar krasse Karten bekommen. Bitte ein Team of the Year. Bitte ein Team of the Year. Wir haben ein Team of the Year. Totti, Icon, Ribéry. Aber wir haben auch Thunderstruck Ronaldinho. Und den nehmen wir natürlich mit. Ich sehe schon wieder, wie ich Kopfschmerzen haben werde, weil ich so viele Versuche jede Woche brauche, um dann tatsächlich den Weltrekord aufzustellen. Aber ihr kennt mich, ich bin eine Person, die durchzieht. Und genau das werde ich wieder machen. Wir gehen mit 82er Douglas Luiz. Linksverteidiger, es ist Zeit für ein Team of the Year. Es ist Zeit für den ersten Team of the Year. Wir kriegen kein Team of the Year. Dann auf der Rechtsverteidigerposition. Frimpong! Nein! Gehen wir wieder mit der Premier League. Und jetzt kommt unser erster Team of the Year. Bright. Bright wird natürlich mitgenommen, weil Rating brauchen wir. Wir brauchen Rating. Und ihr kennt mich, ich gehe immer viel Risiko ein, dass ich am Ende nicht auf Full Chemie komme. Aber man muss viel Risiko eingehen, wenn man Weltrekorde aufstellen will. Digga, hier ist Oberdorf. Ist das der Bruder von Unterdorf? Check ich alles nicht. Ich nehme mal Tomori mit. Ein Engländer mehr auf der Bank zu haben, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und jetzt kriegen wir hier Peter Cech, der uns direkt auf 32 Chemie bringt. Oder Alisson, der 2 Ratingpunkte mehr hat, uns aber nur auf 29 Chemie bringt. Was mache ich, Freunde? Ich gehe, glaube ich, mit Cech. Ich verzichte im Tor auf 2 Ratingpunkte, damit wir safe die Chemie haben. Wir haben ein 91er Rating nach der Start. Und eine 32er Chemie. Da geht was. Da geht was. 91er Team of the Year Icon Sola. Ich brauche einen Rechtsverteidiger. Ich brauche einen ZM. Ich brauche noch einen Innenverteidiger. Da brauchen wir bessere Karten. Und boah, ey. Freunde, das Geile an der ganzen Sache ist, jedes Mal, wenn ein neues Event kommt, haben wir mehr Karten zur Auswahl und noch höhere Ratings, sage ich mal so. Um dann wieder ein höheres Draft zu bauen. Es wird eine geile Zeit. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe mies Bock. Und ja. Xabi Alonso, 33 Chemie. Und keine 92er Bewertung bisher. Was nicht ist, kann aber noch werden. Xabi Alonso, so ein geiler Trainer, ne? Was der aus Leverkusen gemacht hat, ich bin Fan. Ich bin wirklich Fan von ihm geworden. So. Top Team of the Year können wir leider nicht reinstellen. Also können wir schon, aber gibt minus 1. Egal, ich tue sie trotzdem rein, weil wir schauen wollen, was hier maximal geht. Wir sind immer noch nicht auf 92. Kann aber noch kommen. Junge, jetzt kriegen wir Johan Cruyff. Dann brauchen wir Pop gar nicht mehr. Pop geht auf die Bank und wir haben immer noch einen 95er drin. Digga, Pop kann LM, aber nicht LF. Das ist bitter. Oder kann sie? Sie kann nur LM. So. 33 Chemie, 92er Bewertung und das mit Aurier 78 und Tomori Gold in der Innenverteidigung. Ihr seht, was hier möglich ist. So, wir gehen mit Rating, so 87, Bab, weiter geht's.
Ja, wir kriegen gerade keinen Innenverteidiger. Wir kriegen keinen Innenverteidiger und keinen Rechtsverteidiger. Aber die kommen genau auf diesen Positionen. Jetzt müssen wir Glück haben. Deswegen ein Nosy-Nose-Pack. Und wir haben Ware am Start. Der hat doch direkt Full-Chemie, weil das ist eine Radioactive-Karte. Hat ein 85er Rating. Komm, packen wir ein. Besser als ein 78er. Zack. So nämlich. Dann zack. So nämlich. Und dann zack. So nämlich. Auf was für einem Rating sind wir? Sind wir auf 92? Nein, wir sind nicht auf 92. Vorletzter Spieler. Bluff. Bluff, 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 bluff. Bluff, 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 bluff. Und der letzte Spieler. Aber ich sag euch ehrlich, zum Start ist das ein sehr, sehr, sehr stronges Draft. Zum Start ist es ein sehr, sehr, sehr stronges Draft. Ich guck mal, ob wir hier noch irgendwas umstellen können. Ich meine nicht. Ne, das sind alles nur Stürmer, RM. Ne, wir können nichts mehr umstellen. 91er Bewertung, 33er Chemie. Zum Start kann man machen. Nimmt man mit, packen wir ein. Wir gucken uns die Übersicht an. Cruyff, Zidane, Bright, 95, 95, 94, 124. Geht klar, geht aber besser und damit ins nächste. So, zweite Runde, zweites Draft. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wir haben die 5-2-2-1, 3-4-2-1, 5-2-1-2, 4-4-1-1 und 4-1-4-1 am Start. Die 3-4-2-1. Die 3-4-2-1 testen wir direkt mal aus. So, nämlich R9 als Starspieler, als Captain, als Macher und kein Lacher und direkt ein Lionel Messi Team auf dir hinterher. R9 und Messi. Jetzt fehlt nur noch Cristiano Ronaldo. Oh mein Gott, dann haben wir alle Goats. Wir kriegen Johan Cruyff. Wir kriegen Johan Cruyff. Bruder, was ist das für ein Start? Das ist Weltrekordstart, ne? 97, 94, 95. Ich kann das doch alles nicht mehr. Dreierketten sind es vielleicht. Dreierketten sind es vielleicht. Ich muss mich hier auch ein bisschen wieder reinfuchsen, um zu checken, welche Formationen sind die besten Formationen, welche Formationen sollte man eher nicht nehmen. Aber das gefällt mir schon sehr gut. So, wir nehmen mal Kovacic mit von City, weil wer weiß, ob wir noch einen Haaland bekommen. Und wir kriegen von City De Bruyne. Du falscher Fofi. Warum als Centurion? Und warum nicht als Totti-Karte? Ich nehme ihn trotzdem mit, weil 92er Rating ist nicht schlecht. RM, LM, weiß ich gar nicht, was da so kommen kann. Ich glaube, da brauchen wir Spieler von der Bank. Wir gehen mit Rating, genauso wie auf dieser Seite. Vielleicht eine Icon oder so auf Lucky? Nee, leider nicht. Ja, da brauchen wir so Flügelspieler von der Bank, die aber auch LM und RM können. Das ist ja das Geile dieses Jahr, dass die Karten direkt auf diese Secondary Position kommen. Ja, Bissek ist nicht schlecht. Ich glaube, wir nehmen mal schon mal einen Bissek mit, oder? Nee, wir gehen mit Ginter. Wir gehen mit Ginter. Bissek hat ja noch eine bessere Special Card. Die könnte man ja auch noch bekommen. Genauso wie man Maldini noch bekommen könnte. Leider nur der 90er Maldini, der hat noch bessere Version. Egal, wir nehmen ihn trotzdem mit. Icons sind super, vor allem für Messi. Wir brauchen auch noch einen Argentiner oder so. Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. Ich skip Van Dijk, ich nehme Campbell mit. Van Dijk hat auch noch ein paar bessere Karten. Und die brauchen wir. Dudek für die Chemie, super. Super, super, super. So, 90er Rating. Eben hatten wir ein besseres Rating und eine bessere Chemie. Heißt aber noch nichts. Heißt aber noch nichts, denn jetzt haben wir hier noch Van Nistelrooy am Start. Zack, der kommt für Dudek ins Tor. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's mit Gioro. Rating immerhin. Weiter geht's mit... Ah, Digga, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Karim Benzema. Bringt halt leider gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Er kann, glaube ich, auch nicht Flügel. Natürlich kann er nicht Flügel. Mbappé kann aber Flügel. Mbappé kann aber Flügel. Ist aber nur der 92er Mbappé. Wir nehmen ihn trotzdem mit. Da haben wir auf jeden Fall ein dickes Upgrade. Nicht von der Chemie, aber vom Rating. Und dann könnten wir Gioro hier noch reinstellen. Das ist der Paris-Link. Zack. Dann hat Mbappé Full, Gioro Full. De Bruyne ist noch nicht auf Full. 92er Rating, meine Damen und Herren. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Puskas oder Salah für die rechte Seite. Wir skippen Puskas, weil wir haben das schon ein 94er Stürmer. Und nimm Salah und haben hier ein dickes Upgrade. Leider fehlt uns noch ein Premier League Spieler. Dann hätten die Premier League Spieler alle Full Chemie. Ginter muss raus und ein Van Dijk muss rein. Ginter muss raus und ein Van Dijk muss rein. Wir kriegen Gakpo, nehme ich mal mit fürs erste. Benzema sortieren wir nach vorne und wir bleiben auf 92. Ah, was machen wir bloß mit Messi? Was machen wir bloß mit Messi, Freunde? Messi ist gerade auch noch so ein Dorn im Auge, ne? Tonali ist noch am Start. Kostic ist Quatsch. Ödegaard. Ödegaard wird mitgenommen. Wäre sogar ein Plus-1er Lachs. Machen wir jetzt aber noch nicht. Wir müssen hoffen, dass wir noch einen Innenverteidiger bekommen. Premier League Innenverteidiger. Oder ein Bernardo Silva. Der ist auch nicht schlecht. Der kommt auf jeden Fall rein. Was mache ich aber jetzt mit Gioro? Schwierig, schwierig,
schwierig, schwierig. Günther, Umtiti. Umtiti wird es werden. Gibt auch nochmal plus 2. Dann haben wir schon mal eine 32er Chemie. Argentinischer Manager wird uns auf Full Chemie bringen, ne? So viel ist klar. Turni, Klaus und zu guter Letzt unser Keeper, den skippen wir, Areola. Okay, ich guck mal, was hier geht. Ich sortiere mal ein bisschen und schau mal, was hier machbar ist. Zweites Draft, wieder nur eine 91er Bewertung, glaube ich. Ah, das geht besser. Das muss besser werden. Kriege ich einen Argentiner? Kriege ich noch einen Argentiner? Ich kriege einen Argentiner. Und damit haben wir sogar die 33 Chemie gepackt. Junge, Messi, Cruyff, R9. Sieht crazy wieder aus, aber wieder nur 124. Wir brauchen die 125. Die Formation kommt reingeflattert und wir haben die 4-3-2-1. Das erste Mal heute. Oh mein Gott, das ist die Formation, von der man träumt. Mit der Formation hat man Chancen auf Weltrekorde. Denn wir haben drei Stürmer. Wir können dort zum Beispiel R9 bekommen. Den nehmen wir mit als Totti-Icon. Dann können wir hier Messi bekommen. Und wir können auch noch Kylian Mbappé oder so reinknallen. Also hier kann man alles machen, was das Herz begehrt. Johan Cruyff ist am Start. Und dann kann man im Mittelfeld auch noch Zidane oder so bekommen. Ein paar Tottis bekommen. Junge, das ist die krasseste Formation. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Luck. Jetzt brauchen wir ein bisschen Luck. Jetzt brauchen wir ein bisschen Luck. Drei Spieler. Drei Icons. Vielleicht machen wir hier ja auch Icon-Weltrekord. Ein Draft mit 11 Icons. Das wäre natürlich auch sehr, sehr geil. Oder wir holen uns einfach noch Alexia Putellas Team of the Year mit ins Team. Junge, was sind das für 4 Karten bis jetzt? Hilfe! Weiter geht's. Gib die Bräune. Gib die Bräune. Oh, unsere erste Non-Rare-Karte des Tages. Gehe ich in die La Liga hier, dann hat die direkt 2 Chemie. Oder gehe ich in die Premier League? Komm, ich nehme mal den spanischen Link mit, falls wir ihn später brauchen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und auf der rechten Seite genauso. 4 kranke Spieler und dann 2 Non-Rares. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Hier ist sogar England und Spanien. Nehmen wir einfach mit, hat das höchste Rating. So, Rechtsverteidiger, ich brauche wieder einen Kracher. Nein, Bronze nervt nicht. Egal, Bronze hat ein 87er Rating und ohne Battle, die kann ja noch als was kommen? Richtig, Team of the Year auf der Bank. Linksverteidiger, Linksverteidiger, Ashley Cole Icon oder Bon Pastor oder Lovrens wird natürlich Ashley Cole. Ich brauche was Gutes in der Innenverteidigung. EA Sports, Kanada, Vancouver, wenn ihr mich mögt, gebt ihr mir was. Ihr mögt mich nicht, ich weiß es doch, dass ihr mich nicht mögt. Warum frage ich überhaupt? Ich war nett zu euch und ihr macht so mit mir. EA Sports, Kanada, Vancouver, wenn ihr mich mögt, dann gebt ihr mir was Gutes jetzt. Ja, nein, Digga. Luke Heber und Bisek. Oh, Bro, Kosunu, Leverkusen, sehr gut. Alles sehr gute Spieler in Real Life, ne? Aber hier kann ich die echt nicht gebrauchen. Was mache ich denn jetzt? Nehmen wir Luke Heber mit. Dann wenigstens ein Torwart, irgendwie Tscheche oder so. Gönn doch! Bro, die gönnen ja gerade 0. Wie kann man so wenig gönnen? Hilfe, wie schlecht. Flecken. Junge, nö, ich gehe mit Pop, mir egal. So, 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 so. Geht doch. Nesta. Nehme ich Nesta mit oder nehme ich Storch? Kann Storchkopf ZM? Storchkopf kann ZM. Ich nehme Storchkopf mit. Wir brauchen jetzt langsam mal ZMs. So, zack, 90er ZM. Rinder. Weiter. Weiter. Oh, jetzt kriege ich die ganzen ZMs. Der kann nur ZM, MS und ST. Da muss ich Veron mitnehmen. Leider. Nein, ich muss Veron mitnehmen. Und warum kommt da Frimpong nicht als Totti? Was soll denn das die ganze Zeit? Ich kriege die ganzen Karten, die Totti-Karten haben, aber in irgendeiner anderen Version. Saúl, Luis Alberto, Cunha. So, ich brauche mehr Rating. Hansen. RF und RM kann sie. Alle anderen Karten kann ich eh nicht gebrauchen, deswegen nehmen wir Rating mit. Wir haben noch eine 91er Bewertung. Aber wir haben auch noch Spieler, die wir noch austauschen könnten. Emmanuel Petit. Der kann Linksverteidiger. Das ist geil. Okay, das ist aber auch nur ein Plus-1er Lachs. Das ist auch nur ein Plus-1er Lachs. Egal, ein Plus-1er nehme ich mit. Kann der auch Innenverteidiger? Der kann auch Innenverteidiger. Warte mal, was mache ich hier? Da mache ich so und so, Bro. Und so, Bro. Haben wir schon mal Full Chemie. Wo brauchen wir neue Karten? Wir brauchen noch ein Team of the Rechtsverteidiger. Noch ein Team of the im Tor. Und dann hätten wir, glaube ich, ein 125er Draft. Dann hätten wir, glaube ich, ein 125er Draft. Gib mir was. Gib mir was. Gib
mir was. Warum zeigt Lukaku mir jetzt das L? Warum zeigt Lukaku, der falsche Profi, mir jetzt das L? Das ist frech, Lukaku. Ah, oh mein Gott. Und darüber spreche ich doch die ganze Zeit. Die ganze Zeit spreche ich darüber. Bam, Junge. Zack und zack. Und da sind wir auf einer 92er Bewertung. So schnell geht das. Guckt euch dieses Draft an. R9. Rodri. Putellas. Stark. Stark. Nicht stark. Oh, doch stark. 90er Rating. Immerhin. Immerhin, immerhin. Kann der irgendwie noch eine andere Position? Nein. Drei Spieler noch auf der Bank. Drei Spieler noch auf der Bank. Müll kommt um die Ecke. Okay, ich habe gerade Gosens Müll genannt. Dafür werden mich einige Unioner jetzt haten. Ihr wisst, wie ich das meine, oder? Hört auf, mich zu haten. Hey. Bitte, 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 nicht, bitte, nicht, bitte, nicht. Warum bist du nicht blau? Warum bist du nicht blau? Blau, 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 blau. Wäre so geil gewesen. Plus zwei. Und jetzt irgendwie so ein 95er Alisson könnte mich komplett carryen. So ein 95er Alisson könnte mich komplett carryen und er carryt mich nicht. Und wir kriegen irgendeinen 82er Keeper, der nichts bringt. Der nichts bringt. Und damit habe ich wieder und wieder und wieder eine 91er Bewertung. Bro, unser Torwart und unser Rechtsverteidiger hat reingeschissen. Sonst war es geil. Sonst war es wirklich sehr, sehr, sehr geil sogar. Sonst war es schon wirklich verrückt. Aber am Ende des Tages 124. Ei, was haben wir für Formation? 3-4-1-2, 3-4-2-1. Welches eigentlich geiler? Die 3-4-2-1 ist safe geiler, ne? Dann nehme ich die auch mit. Da haben wir nämlich Flügelspieler, Mittelstürmer, eigentlich alles dabei, was man gebrauchen kann. Bruder, das ist aber jetzt gerade kompletter Quatsch. Hier bin ich komplett ehrlich. Da gehe ich sogar mit Hut, damit wir da wenigstens irgendwie noch dribbeln können. So, Stürmer, Numero Uno und nicht Numero Dos. Yo! Müller Thunderstruck, den habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt mit seiner 94. Wie krass ist das denn? Okay, interessant. Mittelstürmer. Ich nehme jetzt nicht Messi mit, weil ich den Team of the Year Messi haben will. Wenn schon, denn schon. Vielleicht hier der Team of the Year Messi. Nein, aber auch 95er Cruyff. Und das ist krass. Auf den LMRM-Positionen kriegt man eh nicht so gute Spieler. Die muss man von der Bank holen. Deswegen mache ich mein LM jetzt als nächstes. Jo, danke für den Bug, Brudi. Danke für nichts. Choboslai nehme ich mit. Doku hat ja noch die Future Stars Karte. Deswegen gehen wir mit Liverpool. Und jetzt haben wir noch zwei ZMs. Und da muss es krachen. Da muss es krachen. Also nicht in diesem Sinne krachen. Ich habe eigentlich an ein anderes Krachen gedacht. Gündogan wird hier genommen. ZM Nummer 2. Jawohl, so meine ich es nämlich. Krachen, pfeifen muss es hier. De Bruyne Team of the Year. Alter, Junge. Das sieht strong aus. Das sieht sehr, sehr strong aus. Innenverteidiger Maldini 93 oder sowas in der Art. Ja, fast, fast. Van de Ven. Ist fast Maldini gewesen. Jetzt nochmal Van Dijk, Maldini, irgendwie sowas. Nicht der 93er, aber der 92er. Man muss ihn nur rufen, dann kommt er. Dann möchte ich jetzt was haben. Van Dijk Totti. Van Dijk Totti. Ich sag so, wie es ist. Van Dijk Totti. Nee, aber Hierro. Junge, wie viele Icons? 5 Icons, ein Team of the Year. Und im Tor jetzt noch einer. Jawoll, jawoll. Oh! Czech oder Erbs Team of the Year. Erbs bringt sogar 32 Schirme. Ich glaube, Czech bringt 33. Ja, dann nehmen wir Czech mit. Wegen einem Ratingpunkt geiern wir nicht. Wenn wir am Ende dann nicht Full Chemie haben, wäre ich so sauer. Bro, ein mieses, mieses Team. Und wir kriegen von der Bank noch krasse Flügelspieler. Das ist eigentlich immer der Fall. Innenverteidiger müssen wir mal schauen. Aber ich glaube dran. Ich glaube dran, dass es der Versuch ist. Kann Son Flügel? Er kann Flügel. Zack, da haben wir schon mal einen besseren Flügelspieler. Der kann aber nicht Rechtsflügel, der kann nur Linksflügel. Tun wir trotzdem rein. Plus 4 Rating in der Startelf. So, das ist verquatscht. Das ist sehr verquatscht. Weiter. Rating. Bro, das ist jetzt quatschig, was ihr hier macht. Gebt mir Rating, EA. Ihr habt mir so krasse Startelf-Spieler gegeben, dann versaut es jetzt nicht. LV, ZM. Kanté ist besser als Gündogan. Frimpong hätte auch als Totti kommen können. Der kommt hier rein, hat Full Chemie. Sind wir auf 92? Sind wir nicht. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. 95er Team of the Pop. Hanji kann aber auch LM. Rafael Leao auch. Wir nehmen trotzdem Pop mit. Wir müssen mit Pop gehen. Und Pop kann hierfür Cantona rein und ist trotzdem auf Full Chemie. Wenn wir nicht auf 92 sind, weiß ich auch nicht. 33 Chemie, 92er Rating. Und rechts haben wir noch eine 85er Karte und noch einen 78er Innenverteidiger. Ich will's wissen. Ich suche direkt die Innenverteidigerposition. Gib mir was. Es ist die Außenverteidigerposition, nicht die Innenverteidigerposition. Ich hab's vertauscht. Ich hab's vertauscht. Warte mal. 90er Karte wird mitgenommen. Dann suchen wir hier die Innenverteidigerposition.
Es kommen wieder nur Außenverteidiger. Ich hab's nicht vertauscht, es war einfach random. Es war einfach random. Alexander Alex kann auch ZM, bringt aber nichts. Kann hier irgendjemand Innenverteidiger? Die Marco. Dann nehmen wir die Marco mit. So, immerhin, das gibt minus 2 aber fürs Erste. Egal, wir brauchen das Rating. Wir brauchen das Rating, wir brauchen das Rating. Wir brauchen das Rating. Rechts Mittelfeld, rechts Flügel. Oh! Bro, was passiert hier? Was passiert hier? Ich kann ihn nicht mal einbauen. Egal, ich baue ihn erstmal ein. So, gehen wir auf 93 sogar? Nee, ich hätte gedacht, wir gehen mit Messi sogar auf 93. Wir haben jetzt noch einen rechten Flügel bekommen. Feierabend. Bro, das ist zu viel des Guten. Das ist zu viel des Guten. Die können alle nicht rechts Flügel. Die können alle nur links. Aber der kommt links rein. Kann er LM? Ja, der kommt safe links rein. Puskas brauchen wir nicht. Dann nehmen wir safe Lineker mit für Son. Plus ein Chemiepunkt. Zack, immer noch nicht 93. Bro, das wird verrückt, verrückt, verrückt hier gerade. Das wird verrückt, verrückt hier gerade. Wenn jetzt noch Puteja-Stotti gekommen wäre, ne? Er kann auch wieder nur LM. Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Egal, ich nehme, glaube ich, trotzdem AB die Pele mit. Oder Puteyas. Puteyas kann eigentlich ins ZM, ne? Zack, für ihn hier. Zack, dann haben wir hier nochmal ein bisschen mehr Rating. Zack. Alter! 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 Oh, McAllister. Ah, der ist der Erste, wo ich sage, nee, 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 nee. Aber selbst so sind wir noch auf 92. Und jetzt kommt noch unser Keeper. Und wir kommen auf Full-Chemie, Freunde. Ich krieg's auf Full-Chemie gedribbelt, sage ich. Was habe ich? Ich habe Tschech. Okay, dann brauche ich hier einmal nur den mitnehmen. Zack, wir sind selbst mit ihm auf 92. Okay, ich dribbel das Ding jetzt auf eine 33er Chemie hoch. Wie krass sieht das hier aus? Wir haben leider keine M mehr bekommen. Sonst hätten wir sogar noch einen Ratingpunkt mehr. So, warte mal. Wenn ich Pop reinstelle, kriegen wir schon mal plus 1. Zack. Und wenn ich dann wieder hier anstatt die Marco... Warte mal, wer ist jetzt nicht auf Full Chemie? De Bruyne ist nicht auf Full Chemie. Wenn ich jetzt einen Premier League Manager bekommen würde, hätten wir sogar schon ein 93er Rating. Aber ich kann es, glaube ich, auch so machen, indem wir, ne, den will ich nicht raustun, indem wir, warte mal, so machen. Zack, zack, dann sind wir noch auf 92. Und wenn ich dann noch Gündogan oder Choboslai tausche, sind wir nicht mehr auf 92. Okay, das geht nicht. Das ist hart. Das ist hart, das ist hart. Okay, aber was passiert, wenn ich Cantona reinstelle anstatt Pop? Sind wir dann immer noch auf 92? Ja, auch wenn wir die Bank sortieren? Nein. Was ist, wenn ich Son reinstelle? Kriegen wir minus 1. Okay, koste es, was es wolle. Wir brauchen einen Belgier oder wir brauchen einen Premier League Manager. Ansonsten haben wir es nicht geschafft. Und ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Nur wegen dem Manager. Nur wegen dem Manager. Nur wegen dem Manager. Nur wegen dem Manager. Ein Belgier oder ein Premier League Manager hätte mir die Full-Chemie gegeben. Was habe ich hier bekommen? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nee. Bro, was ist denn das? Messi, De Bruyne, Tschech, Pop, ich hab Kräuf, ich hab alles. Am Ende ist es 124. Nein, ich krieg das noch hin. Ich muss noch ein bisschen umstellen. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? So kommen wir auf Full Chemie, aber dann droppen wir vom Rating. Und ich krieg's auch nicht wieder hoch, weil die Bank dann zu schlecht ist. Leider, leider, leider ist das Beste, was wir rausholen können. Wie krass sieht dieses Team aus? Die beiden, ne? Und der Manager, ne? Wow, 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 wow. Ich glaube, mehr geht hier echt nicht. Leider, 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 leider. Meint ihr, die 3-4-3 flach kann was? Wir testen den Lachs mal aus. Pele! Warum gehst du auf ZM, Bro? Du kannst doch Stürmer, da geh doch in Sturm. Soll ich LM mitnehmen? Nee, ich muss eigentlich Pele mitnehmen. Aber auf der falschen Position ist auch lost, ne? Und im Sturm kriegen wir noch andere geile Karten. Und Pele kann halt nur Stürmer. Deswegen, ich glaube, ich gehe sogar mit Ribéry. Ihr denkt gerade, das war lost, was ich gemacht habe. Aber guckt jetzt, guckt jetzt, guckt jetzt. Guckt zu und lernt. Guckt zu und lernt. Ja, okay. Pelé wäre besser gewesen als Mbappé, aber wir nehmen ihn trotzdem mit. Linksflügel, Rechtsflügel, Linksflügel, Rechtsflügel. Rechtsflügel kommt wer? Hansen 91. Passt. Puteyas kommt ja gleich im Mittelfeld als Team of the Year. Deswegen passt das. Und dann kriegen wir noch Neymar Eis. Wo wir echt heftige Karten bekommen, ne? Chemietechnisch ist das noch gar nichts. Kriegen wir aber hin. Jetzt Puteyas. Jetzt Puteyas. Jetzt. Hartig, wer bist du denn, Hartig? Hartig wollte ich eigentlich nicht kriegen. Jetzt Puteyas, jetzt Puteyas, jetzt Puteyas. Oh!
Digga. Ey, das ist so krank gecallt, ne? Das ist so krank gecallt, dass da wirklich Putejash kommt, ist wirklich nicht von diesem Planeten, oder? Okay, ich muss jetzt ein bisschen auf Rating achten. Deswegen nehme ich jetzt Sané mit. Die beiden bleiben eh nicht drin. Da holen wir noch Spieler von der Bank mit rein. Was das hier für Innenverteidiger sind, weiß ich nicht. Warum ich die bekommen habe, weiß ich auch nicht. Ob ich jetzt bessere bekomme, hoffe ich. Ja. Bright Totti, null Chemie. Yashin oder Maldini? Ich gehe mit Maldini. Warum? Einfach so. Italiener. Bessere Nation. So. Hier ist ein City-Link. Wir haben wohl noch gar keinen City-Spieler. Haben wir schon Holländer? Wir haben auch noch keinen Holländer. Deswegen gehen wir mit City. Ruben Dias. Und zu guter Letzt noch unser Torhüter. Und ist das krank? Ist das krank? Diese Formation kann es am Ende tatsächlich werden. Wir brauchen einen neuen Innenverteidiger, einen neuen ZM. Suchen wir als erstes hier mal einen Innenverteidiger direkt oder einen Außenverteidiger. Bro, wir kriegen Frimpong. Der kann RM. Ich glaub's nicht, der kann RM, Freunde. Wie krank ist das denn? Boah, wir brauchen mehr Icons jetzt. Wir brauchen mehr Icons und wir kriegen direkt eine Icon. Der kann LM. Der kann auch RM. Was mache ich jetzt mit Frimpong? Erstmal auf die Bank, oder was? Frimpong, Team of the Year auf der Bank, bitte was? 32 Chemie, bitte was? Und das mit zwei Non-Rares, bitte was? So, Bastoni, nehmen wir mit, wegen Maldini. Zack, 85er Rating ist besser als ein 76er Rating. Weiter geht's. Come on. Müll. Jetzt. Es ist zu krass. Es ist wirklich zu krass. Wir kriegen jetzt auch noch Lionel Messi, Team of The Year. Der kann Rechtsflügel, der kann Stürmer, der kann alles. Aber was er auch kann, ist keine Chemie geben. Tun ihn hier mal für Hansen rein. Oh mein Gott. Was mache ich hier gerade? Was baue ich hier gerade? Und wir haben immer noch die zwei Non-Rest drin, nicht zu vergessen, ne? Und die können alle wieder nicht ZM, Mann. Alle nur wieder Flügel und so eine Scheiße. Okay. Der muss aber auch hier rein. 30 Chemie. Wir droppen von der Chemie die ganze Zeit runter, aber vom Rating geht es die ganze Zeit nach oben. Icons, bitte. Spielbare Icons für unsere Position, Mann. Barnes kann wieder nichts. Barella. Ich nehme den mit. Ich sag ehrlich, ich nehme den mit. Gib minus 1 nochmal. Ey! Was passiert hier? Wieder Barnes. Rulle, der kann ZM. Ja! Der kann ZM. Und wie der ZM kann. Und das gibt nicht mal Plus. Was mache ich hier gerade? Nee, das wollte ich nicht machen. Ich wollte das machen und das machen. So. Ribéry muss eigentlich wieder rein, ne? Für Mbappé. Ich lasse es jetzt erstmal so. Wir können ja am Ende noch umstellen. Bitte. Andrich. Ich muss jetzt aber schlau sein. Das bringt ja alles nichts. Habe ich einen Deutschen? Nee, dann nehme ich Rating. Andrich. Boah, wenn wir hier wegen der Chemie scheitern, ne? Das ist das krasseste Draft, was ich seit langem gesehen habe. Veron. Veron für den Link für Messi. Plus 1. Plus 2 sogar. Ich glaube, ich mache es so. So. Dann mache ich es, glaube ich. So. Und dann mache ich es, glaube ich, so später. Wenn wir keinen argentinischen Manager bekommen. Und wer ist da noch nicht auf Chemie? Der Mann. Wir brauchen auch noch einen Portugiesen. Oder einen anderen Innenverteidiger. Oder mehr Premier League. Jetzt hier noch einen Premier League Innenverteidiger. Einen geilen. Wir kriegen Upamecano. Ist nicht gut. Kann der Innenverteidiger? Nein, der kann nur Rechtsverteidiger. RM. Upamecano wird mitgenommen. Hat der mehr Chemie als Bastoni? Nein. Und im Tor? Bro, ich muss jetzt echt dribbeln, ne? Ich muss jetzt echt krass dribbeln. Also das Rating werden wir, glaube ich, safe haben. 92er Rating. Was? Wie? Kein 92er Rating? Nein. Ihr lügt. So, dann Mbappé rein. So, plus 2, zack. Dann, wer ist nicht auf Full Chemie? Ruben Dias. So sind wir doch safe auf 92, oder? Laber mich nicht voll. Das ist eins der krassesten Drafts hier. Digga. Ey, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich machen soll, ne? Woran das liegt, dass wir hier nicht auf 92 sind. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann ja nichts mehr machen. Bro, ich hab gefühlt das beste Team. Gib mir einen portugiesischen Manager. Ja, haben wir. Und damit haben wir auch 33 Chemie. Aber, Bro, guck dir diese Übersicht an! Was soll ich noch machen? 124. Ich hab Tschech, ich hab Maldini, ich hab Rullet, ich hab Putejas, ich hab Rivaldo, ich hab Mbappé, ich hab Frimpong, ich hab Messi, Totti. Ich hab alles. Achso, warte, ich kann's ja noch so machen. Ich kann ja noch die Bank sortieren.
aber trotzdem nicht 92. Ist das verrückt, Freunde. Egal, das war's von der XXL-Episode. Wenn ihr den nächsten Part sehen wollt, und da schaffe ich es dann auch, dann lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, dann verpasst ihr das nicht. Kuss geht raus. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Peace.